So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich heute und zwar von der Logimat. Auf der Logimat im Moment befinden wir uns auf dem Stand der Firma Klump. An meiner Seite Herr Rafalski. Herr Rafalski, ich begrüße Sie recht herzlich auf der Logimat. Mhm. Und zwar, Sie sind heute hier. Warum? Was ist der Grund auf der Logimat? Also wir sind Anbieter von Warehouse-Management-Systemen und alles, was drum ist. Und die Logimat ist halt in den letzten Jahren einfach die Fachmesse gewesen, in dem Anbieter solcher Leistungen eigentlich anwesend sein müssen. Und da sind wir natürlich auch da. Zumal Klump Informatik jetzt weit über 30 Jahre am Markt tätig ist und sehr, sehr viele Kunden hat. Und die möchten natürlich auch sehen, wie sich Klump entwickelt und was wir Neues zu bieten haben. Das ist eigentlich immer das Gleiche, was auf einer Messe zu sehen ist. Also gehen wir schon rein in die Zahlen. Ganz wichtig, 30 Jahre sind Sie auf dem Markt. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht die erste Logimat, die Sie hier, wo Sie daran teilnehmen. Nein, das ist nicht die erste, wird auch nicht die letzte sein. Wir sind eigentlich von Anfang an dabei gewesen mit unterschiedlichen Themen. Ich weiß nicht, vielleicht interessant, was wir heute zu bieten haben. Da gehen wir jetzt gleich mal rein. Okay. Und zwar, das heißt, Sie sind bisher jetzt öfter auf der Logimat gewesen und zwar auch immer sehr zufrieden, sonst wären Sie nicht da. Also gutes Feedback, gute Kundenanbindung. Ja, ich denke schon. Es ist nicht so turbulent wie auf manchen anderen Messen, nicht so viel reißerisch. Dafür ist das Fachpublikum, denke ich, doch sehr interessiert und auch sehr sachkundig. Die Gespräche gehen ja etwas tiefer und wir haben ja auch schon viel positive Resonanz gehabt. Ja. Und für uns ist es immer ein ganz interessanter Aspekt, die Logimat auch zu besuchen. Gleich mal ein bisschen Werbung und zwar, was ist in diesem Jahr von Ihrem Hause? Sind noch andere Messen geplant irgendwie in Deutschland, in Europa, wo Sie Ihr Haus teilnimmt? In diesem Jahr nicht. Es sind mehr kleinere Veranstaltungen oder Seminarveranstaltungen verschiedenster Art, auch in Verbänden, wo wir auftreten. Die großen Messen im Bereich der Logistik gibt es ja so nicht mehr. Die CeMAT in Hannover ist nur alle paar Jahre und ich denke mal, Messen sind auch nicht mehr das Einzige. Es gibt andere Kommunikationsmöglichkeiten und man wartet nicht ein oder zwei Jahre auf eine Neuigkeit, sondern man verbreitet sich eigentlich fast täglich über andere Medien, übers Internet, sodass die Messe eigentlich eine sehr gute Ergänzung ist, aber nicht das Einzige, worauf wir setzen. Gut, dann gehen wir mal in die Produktgruppe und zwar gehen wir mal hier ran, Herr Freist. Firma Klump Informatik ist langjähriger Partner der SAP AG im Bereich der Intralogistik. So, was müssen wir uns darunter vorstellen, so mal für Laien gesagt? Intralogistik, glaube ich, das muss ich nicht erklären. Das ist das Thema der ganzen Messe. Bei Klump Informatik ist es so, wir sind, wie ich vorhin auch schon sagte, seit über 30 Jahren am Markt und sind klassisch gekommen aus der Lagerautomatisierungstechnik, haben dann ein breites Angebot unterschiedlichster Lösungen für das Warehouse-Management. Ganz früher hatte man gesagt Lagerverwaltung, heute heißt es Intralogistik, angeboten und auf dem Wege dahin seit über 14 Jahren ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Marktpartner, die Firma SAP aus Waldorf, für uns ein Thema, weil 80% unserer Kunden sind SAP-Kunden und darauf haben wir uns eingestellt und seit 3 Jahren etwa liefern wir alternative Lösungen, sowohl im klassischen Bereich Middleware-Lösungen als auch rein SAP-basierte Lösungen. Also wir fahren im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, wenn Sie es auf SAP-Märkte beziehen, zweigleisig, kommt daher, dass wir sehr stark kundenorientiert sind. Der Kunde, der seine Strategien auf SAP abbildet, der soll das bitte bei uns auch tun können. Und der Kunde, der halt eine Doppelstrategie hat, SAP-System als Warenwirtschaftssystem und die feinere technische Logistik dann auf einem separaten System, kann das bei uns auch bekommen. Deswegen haben wir da 2 Wege. Einmal eine rein SAP-basierte Lösungsansätze für klassische Datenfunkanwendungen, aber auch für Automatisierungslösungen. Ganz interessant, das durchaus neu am Markt jetzt relevante System Extended Warehouse Management von SAP. Jetzt die ersten größeren Projekte auch anlaufen. Aber alternativ halt auch für andere Umfelder gibt es bei uns weiterhin auch die Lösung, die sich, ich sag mal, außerhalb des Marktführers, wenn ich mal so sagen darf, SAP bewegen.
Ergänzend dazu vielleicht auf der rechten Seite versuchen wir immer wieder, nicht nur die großen Lösungen anzugehen, sondern auch hin und wieder mal kleinere Lösungen anzugehen, unseren Kunden ein wenig auf die Finger zu schauen. Wir haben festgestellt, dass viele Lagermanager im Tagesgeschäft doch sehr stark gestresst sind. Ist nicht bei jedem Lager so, aber viele, wenn Sie daran denken, Auslieferungsleger, wo wirklich auf Just-in-Time, auf die Stunde, auf die Minute ausgeliefert werden muss, die haben, ich sag mal, immer sehr hohen Blutdruck. Und dazu haben wir jetzt ein System entwickelt, das nennt sich System Life Control, in dem der Anwender seine besonderen Objekte, die er beobachten will, beispielsweise wie viele Kommissionieraufträge sind noch offen um eine Uhrzeit 14 Uhr als Beispiel, wird von unserem System automatisch überwacht und wird dann auf solchen Grafiken dargestellt, wobei dann eine Grün-Gelb-Rot-Simulation stattfindet, also Darstellung stattfindet. Man kann also sehen, was, wenn ich das mal kurz bewegen darf hier, so über einen Tagesverlauf, welche Situationen eintreten und eventuell auch dann eine Situation eintritt, wo gehandelt werden muss. Und das sehr optisch dargestellt für mal einen ganzen Lagerbereich. Oder wenn Sie Näheres sehen wollen, auch eventuell auch für einzelne Objekte, ganz bestimmte Sachen, die überwacht werden sollen. Die werden zyklisch überwacht. Der Zykluszeit kann Minuten sein, kann Stunden sein, das kann der Anwender einstellen. Effekt ist einfach, man sieht, was im Lager passiert, ohne permanent in irgendwelche Datenbankauskünfte einsteigen zu müssen. Es läuft automatisch. Und was noch interessant ist, die globale Information dazu stellen wir auch als kleine Information auf einem Smartphone dar. Das heißt, selbst wenn der gestresste Lagermanager in einer Besprechung ist oder auf einer Dienstreise ist, kann er jederzeit im Prinzip den Status seines Systems auch unterwegs sehen und kann, wenn er gebraucht wird, rechtzeitig, vielleicht auch schon bevor es mal rot wird, eingreifen. Das System haben wir heute das erste Mal vorgestellt auf der Messe. Wir hatten da gestern schon sehr positive Resonanz, weil das trifft im Prinzip einen kleinen Bedarf, der immer wieder da ist. Es ist kein kleines System, es kostet nicht viel und es ist sehr flexibel einsetzbar. Das ist eine kleine Innovation und wir versuchen halt große Lösungen, große wichtige Lagervorhaben mit unseren Kunden abzuwickeln, aber auch immer mal wieder so am Rande kleinere, wir nennen das bei uns im Haus Performance Tools, zusätzlich zu liefern. Das ist im Prinzip so auch eine Philosophie. Das ist das, was Sie machen. Ich sehe es hier wunderschön dargestellt und zwar wirklich und zwar farblich. Ich gehe mal von aus, ich will es mal live so ein bisschen übersetzen. Das Grüne heißt mit Sicherheit, ich bin noch im Grünen. Ja, das kann ja, richtig. Das ist grün, ist der grüne Bereich, da ist alles in Ordnung. Gelb ist eine Warn. Und hier bin ich wahrscheinlich über, das heißt, ich bin raus, nicht mehr just in time. Ja, und Entschuldigung, sehe ich das so? Genau so. Und man sieht ja die Entwicklung. Man kann sich das anzeigen lassen, man sieht den Zeiger wandern und man kann dann rechtzeitig eingreifen. Es ist keine große Hexerei, sowas zu machen. Aber eine reine Zahlenkolonne wird oft von den Menschen visuell nicht richtig wahrgenommen. Ein solches Bild, das ist wie der Drehzahlmesser am Auto. Man weiß, wenn ich jetzt noch mehr Gas gebe, dann bin ich im roten Bereich. Und so ähnlich funktioniert das auch. Interessant ist aber dabei, dass der Anwender das, was er überwachen will, selber frei definieren kann. Also es wird von uns nichts programmiert oder sonst was, sondern er bestimmt die Regeln, was er sehen will, was grün für ihn ist, was gelb ist und rot ist, selbst. Und das ist völlig flexibel einsetzbar, ist für jedes System, auch für Systeme, die nicht von Klump-Informatik sind, einsetzbar. Das heißt im Klartext, das Ganze ist sehr visuell gut dargestellt, wie Sie schon sagen, Zahlenkolonnen ermüden und so weiter. Heute geht es übers Bild ablesbar, das ist einfach Fakt. Genau. Und es gibt halt kleine Funktionen dazu, in denen jetzt halt der Anwender seine Regeln selber erstellt. Er kann beispielsweise sagen, wenn ich habe ein, vielleicht fangen wir mal vorne an, ich habe zunächst mal die Möglichkeit, Moment, irgendwo war das, da muss mir gerade mal jemand helfen. Ich kann auf jeden Fall ganz bestimmte Objekte definieren, die ich überwachen will. Ich kann dann das Objekt in einem bestimmten Lagerbereich überwachen. Ich kann sagen, was ist für mich der Status, den ich überwachen will, zum Beispiel alle Waren
Eingänge in Bearbeitung. Ich kann sagen, von 0 bis 15 Wareneingänge, die noch offen sind, das ist für mich okay, das ist normal. Wenn 16 bis 20 offen sind, also ich habe Anlieferungen bekommen, aber die sind noch nicht bearbeitet, dann ist das schon irgendwo, da stimmt was nicht. Und wenn es über 21 wird, dann ist das kritisch. Da muss man gucken, was da los ist. Das ist so die Philosophie, dahinter steckt. Zum Zweiten haben wir gesagt, nur als weitere Regel, ich kann das begrenzen auf eine bestimmte Uhrzeit am Tag. Das heißt, morgens ist das für mich nicht kritisch, aber wenn das nachmittags noch so ist, dann wird es kritisch und solche Dinge mehr. Und solche Regeln werden frei definiert vom Anwender und es wird dann nachher in seiner Produktivdatenbank ein sogenannter Datenagent installiert, der diese Daten zyklisch in dieses System hineinbringt und das dann hier ausgewertet werden kann. Gleich eine Zwischenfrage. Sie wissen, heute kostet alles Geld, ganz klar. Überall wird gespart und so weiter. Wie ist das bei Ihnen? Wie wird das Ganze finanziert, wenn Sie sowas anbieten? Über Leasingbanken, über wie sind die Banken diesbezüglich überhaupt noch offen? Machen wir eigentlich weniger. Unsere Projekte laufen in der Regel ganz normal als Projekt, das im Rahmen von Werkverträgen abgewickelt wird. Also nicht das, das ist ein fertiges Produkt, das kann man so kaufen. Aber ein Lagerverwaltungssystem kauft man nicht von der Stange, sondern man hat eine Planungsphase, eine Designphase, eine Einführungs-, eine Schulungsphase etc. pp. Und das sind gespickt Produkte, werden eingesetzt, verbunden mit Dienstleistungen, zusammengepackt in ein Projekt. Und das wird in der Regel über einen ganz normalen Werkvertrag mit einer Zahlung, also durch den Kunden getätigt. Also Leasing ist für uns kein Thema. Wird auch, denke ich, keine große Rolle spielen, es sei denn im Bereich von Hardware und sonstigen Einrichtungen. Ja, dann würde ich sagen, ich darf mich recht herzlich bedanken für die vielen Informationen. Für Sie ist heute, das heißt, Ihr Haus der zweite Tag auf der Messe. Sie sind wahrscheinlich 3 Tage mit Sicherheit hier. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg, gute Geschäfte, volle Auftragsbücher und wir bleiben in Kontakt. Wunderbar. Wir veröffentlichen das. Dankeschön. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Danke. So, das haben wir noch. Ha?